Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zum fast schon wieder nächtlichen Vorhof. Der Mene ist der mit dem Ei auf dem Kopf und der Brilli ist die Schlumpfine hier unten. Hallo zusammen. Hi. Hi. So, wir fangen heute ein bisschen später an. Weil wir lange in den Optionen von TeamSpeak waren, während das Spiel schon lief. Es tut uns sehr leid, das macht eine etwas kürzere Folge, aber hey. Genau, aber hey, was soll der Geiz? Seid froh, dass er kostenlose Unterhaltung kriegt. Wollte Brilli damit sagen. So in etwa. So. Wir kämpfen sogar Rechtsstreite für euch. Also, ja, genau. Ja, stimmt. Titel sei Dank. Ja. Wer sich gewundert hat, warum das eine Video so lange weg war, obwohl es mal da war und dann war es wieder weg und seit heute ist es wieder da, lag daran, dass es da eine nette Firma gab, die das Video hat sperren lassen bei YouTube. Also bei Mene auf dem Kanal, muss bei man dazu mir sagen. Auf dem Kanal, weil ich einen Titel gewählt habe, den sie nicht mit ihren Urheberrechts... Ja. Ja, das kann ich so euch erinnern können. Wir haben in einer der letzten Folgen mal das Baby und Tina-Lied gesungen und daraufhin habe ich gedacht, ach, wäre das lustig, wenn der Titel des Videos auch Baby und Tina beinhalten würde. Du bist aber auch ein Scherzkeks. Du bist ein Schelm. Ein übelster Scherzkeks, aber das fand die Firma von Baby und Tina nicht so geil, deswegen haben die das Video halt sperren lassen. Deswegen haben aber die gesagt, die Firma nicht von Baby und Tina nicht so geil. Witzig. Ja, warum? Die haben halt den Auftrag, das zu machen und dann machen sie das. Also von jetzt daher. Jetzt fällt mir das auch gerade mal auf. Was denn? War das Bibi und Tina? Nee, es war Wendy. Wendy, der Film, davon gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Filme und weiß nicht. Unser Catering-Unternehmen hat, wir haben die gecatert während des Films. Ich glaube, im zweiten Teil. Echt? Und? Habt ihr schön Pferdesalami auf die Pizza oder wie? Schön Sauerbraten. Alter! Ah, nee, was denn? Ihr landet Batman. Das ist nur ein Rabe gewesen. Alles klar. Guck mal, was ist hier. Und durftest du zur Premiere oder wie? Hast du schön Tickets gekriegt? Ach, was denn hier? Ja, ach nee, ja, du kannst mich ruhig ignorieren, das ist nicht so wichtig. Nee. Okay. Wollte ich ja auch nicht, was soll ich da? Naja. Wendy hat mich jetzt nicht so interessiert. Nicht so, Pferde sind auch nicht so ganz dein Metier. Fehlt jetzt hier noch Wolle. Wolle fehlt uns noch. Und das Entenei. Das Entenei? Ja. Achso, zu Beginn des dritten Jahres können wir hier was machen. Ja, gut. Also der erste Tag ist ja schon mal rum hier. Mais haben wir nicht am Start. Das war im Herbst, oder? Die haben halt gefragt, was sie machen sollen, wenn die Pizza nicht schmeckt, aber... Kommt, wir gehen ins Bettchen. Da hast du jetzt lange für überlegt, ne? Ja. Es ist wie mit Festplatten. Manchmal geht sie, manchmal geht sie nicht. Sie geht oder sie geht nicht. So rum. Eieiei. So, geh mal ins Bett. Mit meiner schönen Joja-Cola-Fanboy-Wohnung. Einmal ins Bett. Moment, was ist denn hier eigentlich? Pierres Mitteilung. Der will Sashimi haben. Pierre will so einen richtig was alten war das Fisch. Irgendeinen asiatischen Fisch oder was? Ja, Sashimi halt. Ja, kenne ich nicht. Ich esse kein Asiatisch. Das ist Sushi, ja. Oh, Hofarbeit Stufe 10, Handwerker oder Landwirt? Naja, warst du das nicht letztes Mal schon? Ich glaube schon. Ah ja, doppelt hält besser. Auf jeden Fall kann ich jetzt alle Pflanzen wachsen 10% schneller, nehme ich mal das. Aber nur die du pflanzt? Keine Ahnung, das steht hier nicht. Alle Pflanzen wachsen 10% schneller oder Handwerker, Handwerkswaren, Weinkäse, Öl etc. sind 40% mehr wert. Aber ich gehe mal da, aber ich weiß es nicht. Also ich nehme mal das. Ach, wächst schneller. Was ist denn jetzt los? Mach's mal weiter hier. Ja, echt? Doch. Meine. Das dauert mit dem aber Kerl. Wehe, ihr kriegt hier einen neuen Beruf. Da wird eine neue Folge drüber gedreht. Verstehst du? Ja, Klicks. Ach ja, übrigens, Klicks. Leute. Das müssen wir auch noch besprechen. Die letzten, ich glaube, 3 oder 4 Folgen. Die gab es nicht auf meinem Kanal, weil mein Audio nicht funktioniert hat. Ich habe dann die Folgen jeweils von Zwiebel und Mene in Abwechslung einfach in meine Playlist kopiert. Somit verpasst ihr rein gar nichts. Das ist natürlich sehr schön. Ja. Ja. Dass du uns an deinen Millionen Klicks teilhaben lässt. Boah, jetzt in der Sommerpause ist es so runtergegangen. Das riecht krass. Ernsthaft? Ja. Also in deiner Sommerpause meinst du, oder wie? Ja. Achso, okay.
Ist jetzt ja manchmal, im Oktober geht's ja endlich wieder los. Es ist halt aber teilweise wirklich komisch, dass wenn du mal guckst, dass dann, wenn du keine Videos bringst, einfach die View-Zahlen teilweise steigen oder eben auch so, also ganz komisch. Ja. Piss dich. Du kannst mich mal, du kannst mal gießen mit deiner Mörderkanne. Ja. Oh, ist kaputt, Gerät kaputt. Baus neu. Ist funktioniert. Warte mal hier, wir Stift Warntest hier. Belastungstest für einen Holzgatter. Ach, Tore und Zäune 2019, der Test. Zwiebeln zum Kochen. Ja, genau. Lesen Sie jetzt im Heft für 4,99 €. Borschen, Kartoffelpuffer. Arz. Was machen wir denn mit der ganzen Kohle? Ist doch bald Frühling, Sommeranfang. Da müssen wir erstmal neue Pflanzen kaufen. Weizenmehl. Yep. Ich brauche Weizenmehl. Das war das Problem. Weizen. Und Dünger und alles. Also ich habe ja nach wie vor in der letzten Folge, habe ich ja mein Dings eingebüßt. Irgendwie hier meine, wie heißt denn das Ding? Meine Sense oder was, mit der man halt so Heu machen kann. Ja, na, weil du doch gestorben bist mal wieder. Ja, ja, aber wie komme ich denn an so ein neues Teil? Ahnung. Wie heißt denn das Ding? Sense? Bestimmt beim Schmied oder so. Wie heißt denn das Ding? Heißt es Sense. Also Sense tatsächlich, okay. Ja, Sense. Ist mal Sense. Hab ich noch nie gebraucht, außer Sense. Gras, oder? Das ist dann Mr. Miyagi, dein Sense. Genau, Mr. Miyagi ist mein Sense. Ist nicht schlecht. Ich fand es nicht so schlecht. War ich hab gelacht, obwohl ich nicht verstehe. Ja, es war klar. Quatsch. Ich spiel kein Pokémon. Kennst du nicht Karate Kid oder was? Der spielt kein Pokémon, genau. Ich auch nicht. Ich kann mit Pokémon überhaupt nicht anfangen. Ach, ich schon. Ach, ist, glaube ich, außerhalb meiner Zeit. Pokémon ist das im Weltall, oder? Ja. Echt? ihr seid so lustig. Was denn? Ich kenne mich damit nicht aus. Also kannst tatsächlich beim Schmied kannst du erstmal nichts kaufen. Okay. Nee, ich weiß gerade auch nicht, wo man die herkriegt. Also. So! Aber muss es ja irgendwo. Was? Vielleicht da, wo man die die Häuser-Updates oder so kauft. What happened to the money? Guck ich gerade. Ja, was hast du denn jetzt gekauft? Ein Häuser-Update. Was für ein Häuser-Update, ohne uns zu fragen? Ja, genau, das sagt der Richtige. Wir haben doch gesagt, dass wir die Entenei wollen. Ach so, hast du eine Entenei gekauft? Sehr schön. Also, du bist so ein Affe. Was denn? Du wolltest bloß wieder einen Laser-Katana haben oder sowas. Ja, genau. Keiner wollte ein Entenei. Na doch, wir alle. Also ich schon. In den letzten Folgen sogar selber gesagt. Ja, Entenei ist so toll. Damit schalten wir doch wieder Zeug frei. Ich habe übrigens zweimal Iridium-Erz im Steinbruch gefunden. Glückwunsch! Falls es jemanden interessiert. In welchem Steinbruch? In einem Steinbruch. In dem gibt's Steinbruch. Doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht, aber wie? Also, hier beim normalen Händler gibt's auch keine Werkzeuge. Keine was? Na, keine Sense, aber wo kriege ich denn eine Sense her? Naja, wir können mal. Wir können du hast Geburtstag, bleib stehen, du hast Geburtstag. Ach, das ist mein Gänseblümchen, ich dachte gerade, da ist doch irgendwas. Mir schenkt dir was. Oh, weg ist er. Können wir mal bei Google gucken. Wer ist es da? Bleib stehen, du hast Geburtstag. Ja, komm. Valley. Nee, ich wollte die nicht essen, ich wollte die verschenken. Och, Manu. Warte, ich hab noch was zum Verschenken. So. Oh, da ist er allergisch gegen. Das ist natürlich blöd. Das ist blöd gelaufen. Am Geburtstag einen allergischen Schock ausgelöst. Tut mir leid. Das ist nicht schlecht. Oh, war das nicht. Wonach ist denn das jetzt? Ah, ist das hier? Zeug süß. Alter Falter. Sie selber nicht. Wie viel Iridium-Erz braucht man denn, um Barren draus zu machen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt, also ich glaube, eine Sense kriegt man nicht nochmal. Was? Natürlich. Man nein. Muss. Klar. Muss doch beim Anfangswerkzeuge verloren oder so.
Ja, oder kannst du nicht beim Schmied, kannst du doch aufwerten. Vielleicht kannst du aus nichts eine neue Sense generieren, meinst du? Neue Sense. Dass der sagt, hier, bring mir einfach 10 Holz und ich baue dir eine. Weißt du? Ach so, meinst du, okay. War das erste, glaube ich, aus... Ja. Na, Metall oder was? Keine Ahnung. Kupfer. Die erste Verbesserung war Kupfer. Ja. Aber das ist ja eine Verbesserung. Aber vielleicht sagt der hier, komm... Aber ich hab mir... Nee, das kann nicht sein. Ich hab mir doch nicht alles verbessern lassen, weil ich hab alles aus Metall und nicht aus Kupfer, glaube ich. Also ich kann verbessern eine Kupferachse, eine Kupfergießkanne oder eine Iridium-Spitzhacke. So, keine Sense. Neu kaufen? Nein, hat er nicht. Und im Supermarkt? Bei Joja oder so? Ach so, bei Joja weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Noch fünf. Ja, irgendwo muss man die kaufen können. Google doch mal Werkzeuge kaufen. Ja, wenn ich jetzt hier schreibe. Warte mal. Also, Stardew Valley. Haben wir eigentlich Bienen? Passiert damit irgendwas? Bienen? Mit unserem Bienen. Das ist doch ein Bienenheim, oder? Ja, wie nennt man das nochmal? Ein Bienenstock? Stock! Wie Bienenheim. Respekt. Respekt, wer es selber macht. Toll. Hier schreibt einer, ich habe meine Gießkanne verloren. Ja, brauchst du nicht. Bau dir doch ein paar Sprinkler. Alles klar. Ist klar. Schlechtester Tipp ever. Allerdings. Was ist denn hier? Käse machen. Nee, ich will die nicht trinken. Ich will Käse. Oh, diese Steuerung. Hallo. Diese Steine hier. Ein Zug fährt durch das Sternental. Was bedeutet das eigentlich? Kann man den irgendwo abnödeln oder was ist damit? Oh, shit. Ich glaube, ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Was denn? Was denn jetzt? Ich habe aus Versehen mit der Spitzhacke einen Ofen abgebaut, der aber gerade in Betrieb war. Und jetzt ist das Zeug weg, glaube ich. Hast du das Iridium alles verbrannt? Ja. Was ist das denn für ein Scheiß? Warum kriegt man das denn? Gut. Ey, ist das dumm. Scooter Junge. Nur aus Versehen mit der Spitzhacke einmal draufgehauen. Nee, ist nicht im Inventar. Scooter Junge. Boah, es fuckt mich ab, ey, ganz ehrlich. Komm, lass neu anfangen. Ah, da ist Honig. Und schon hat mich das Spiel wieder in seinen Bann gezogen. Was willst du mit Honig? Wildhonig habe ich. Schön. Hier, Mene, das bringe ich in deine Küche, du. Das ist schön, da freue ich mich. Ich koche fleißig. Ja, will ich hoffen. Hier, Wildhonig. Schau dir das an. Ist das nicht ein schönes Glas? Mmh. Oh, sieht das lecker aus. Ja, also es ist, anscheinend hat man einfach Pech. Das kann nicht sein. Irgendwo muss man noch Werkzeuge kaufen können. Ja. Hatte ich nicht auch? Ich hatte doch meine Axt hatte ich doch verloren. Ich habe aber wieder eine Axt. Ja, ist es wohl so, wenn du die verlierst, dann kann es wohl sein, dass du, also wenn du sie einfach nur wegschmeißt, weiß ich nicht, dann kann es sein, dass du die wiederkriegst, so nach dem Motto, ey, du hast was verloren. Aber wenn du die in der Mine verlierst, so wie ich es ja, wie es mir passiert ist, dann hast du halt einfach, wo man Scheiß. Nee. Ja. Also ich würde sagen, wir gehen morgen sowieso nochmal zusammen in die Mine, oder nicht? In welche? Oder was machen wir? In die normale, in der anderen fragen wir direkt. Ich weiß nicht, wann wir die andere machen können, ob wir da noch irgendwie neue Ringe oder so brauchen. Ja, keine Ahnung. Bessere Schuhe. Aber in die Mine sollte man ja schon noch mal gehen, oder? Eigentlich schon, ja. Können wir tun. Vor allem, weil man im Kampf ja auch besser wird. Richtig. Und wir sollten uns da ein bisschen auch leveln. Levelen. Ja, können wir machen. Magnesium Labiosa oder so. Bitte was? Vielleicht kann man eigentlich bei den Gebäudeerweiterungen eine Schmiede bauen? Vielleicht kann man sich ja selbst ein neues Zeug schmieden. Ach so, meinst du? Es gibt eine Mühle, da können wir aus Getreide Mehl machen und dann gibt es, glaube ich, noch, kannst du, glaube ich, Brot draus backen. Da kannst du das Brot hart backen, dass du ein Schwert hast. Also das weiß ich. Aus Weizenmehl kann ich hier Brot machen. Okay. Ist klar, Junge. Weizenmehl braucht man allgemein sehr viel. Ich habe das jetzt immer eingekauft. Das bringt natürlich nicht so viel. Okay. Wenn wir es selber machen könnten, wäre natürlich mega geil.
Aber sind wir eigentlich im Frühling oder sind wir im Sommer? Wir sind Frühling, im Frühling. 5 Tage oder nee, 3 Tage, glaube ich. Ja. Dann sollten wir vielleicht tatsächlich die Mühle bauen. Why? Naja, weil im Sommer doch Getreide kommt, oder nicht? Da müssen wir aber auch Getreide aktiv anpflanzen. Ja gut. Naja, passiv anpflanzen geht nicht. Ja gut, wollen wir jetzt nächsten Sommer dann ein riesiges Getreidefeld machen, oder was? Ja, warum nicht? Aber, wäre eine Überlegung. Aber Getreide ist doch nur, kommt doch nur einmal, oder? Ist dieser riesen Scheißhaufen drin. So die Torte da. Turd. Was burnt denn da jetzt im Ofen? Kupfer oder was? Irgendwelche Dinger, ja. Die wubbeln da vor sich hin. Hat jemand den Käse rausgenommen, ja, oder was? Ja, Icke. Ah, okay. Oh, wir haben ja, stimmt ja, wir haben hier ein Pferd. Ja, man kann auch noch mehr Pferde kaufen. Ja, yeah, baby. Dass wir jeder eins haben. Also gehen wir morgen mal in die Mine, also in der nächsten Folge. Aus dem Weg, Schlumpfine. Oh, ja. Postman. Ich glaube, ich habe Angst vor dem Pferd. Das sieht so komisch aus. Wir müssen auch ist mal aber sortieren. Auch ein kleines Pony, oder wie heißt es? Ja, deswegen muss ich ja so ein Shetland, es ja. Alter, also, pass auf, es gibt Ponys, aber es gibt auch Kleinpferde. Kleinpferde sind ein bisschen größer als Ponys, aber immer noch kleiner als normale Pferde. Okay. Ich habe eine Tochter, deswegen kenne ich mich aus. Achso, aus Bibi und Tina hast du jetzt quasi. Nee, aus so einem Wissen über Pferde. Ah ja. Ist komisch, oder? Mädchen, dass die erstmal alle so ein Pferdesplin irgendwie haben. Ja, Einhorn, Pferd, alles. Super, ja. Hauptsache, die Homs nehmen ja alle. Die Homs einfach nicht mehr alle. Die Homs nehmen wir alle. So, wollen wir pennen gehen, oder was? Ja, ja. Ja, ja. Dann wäre die Aprikosen in dieser ersten Woche. Dann wäre ja die Folge auch schon zu Ende diesmal. Nach nur 16 Minuten, weil wir. Was? Man muss auch die Leute mal schön hier ein bisschen an Klicks, weißt du? Achso, okay, wir machen jetzt jede Folge nur 5 Minuten. Wir sind jetzt die Kommerz-YouTuber, Leute. Sind wir? Immer so, okay. immer so gerade so die 10 Minuten erreichen, dass man Werbung schaltet. Ah, genau, 10 Minuten eine Sekunde. Kannst du schön 40 Werbung reindrücken. Wunderbar. Machen wir jetzt. Aber kauft euch YouTube Premium, Leute. Tut's nicht. Wir haben übrigens auch einen Patreon, ja. Wir können uns auch spenden. Haben wir alles. Macht einfach. Gebt uns unser Geld, euer Geld. Wir brauchen nämlich, wir brauchen dringend ein Penthouse, ein neues. Ja, ja. Und wir reden nicht vom Zeitschriftenabo. Wo man drin pennt. Ein Penthouse, genau. So, ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. Was soll ich dazu noch sagen? Oh, Level Up, Sammeln Stufe 6 plus 1 Axt Effektivität. Wieso kriegst du die ganze Level Ups und ich nicht? Horch, neues Herstellungsrezept, Blitzableiter, neues Herstellungsrezept, wilde Saat, Teleport-Tote im Strand. Aha. Ach, haben ja, wir doch schon alles. Das Teleport-Ding ist langweilig, aber den Ableiter sollten wir vielleicht dann auch demnächst bauen, weil ich habe das Gefühl, dass wir... Haben dass wir das doch. Ganze Hope, haben wir doch schon. Haben wir schon, oder was? Ja, ja, klar. Haben wir schon, steht schon rum. Haben wir da schon mehr. Ist schon jemand Level 6 im Sammeln, oder was? Ja, anscheinend. Den haben wir, glaube ich, mal gewonnen oder so. Gut, Leute, ich glaube, ich kann die bauen. Okay, also liebe Leute, dann bis zum nächsten Mal. Schaut rein, gebt uns alle eure Klicks, euer Geld und euer Gold, Captain Iglu. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und die Payback-Towns. Und die was? Oh, ciao. Oh, du hast Captain Iglu gesagt, dein Video wird geclaimed. Oh mein Gott, von Bibi und Tina, genau. Also, bis dann. Tschüss. Beate Use. Ciao.